Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Thema Wie werde ich im Internet sichtbar? Diesmal geht es um deinen WhatsApp-Business-Account. Sehr viele haben WhatsApp, nutzen es allerdings zu wenig und ja, im letzten Jahr, was ich so an Beratungen gemacht habe, kaum jemand nutzt die Business-Funktion. Dabei bietet diese App mittlerweile echt einige geschäftsrelevante Funktionen. Wenn du schon WhatsApp benutzt oder verwendest, dann bitte doch gleich WhatsApp Business. Einfach die neue App installieren und die alte deinstallieren. Also bis jetzt wurden alle Daten einfach übernommen. Warum sich Unternehmen für die WhatsApp Business App entscheiden? Verwende die App, um während des gesamten Kaufvorgangs persönlich mit deinen Kunden zu kommunizieren, damit sie vertrauensvoll einkaufen können. WhatsApp Business ist eine großartige Möglichkeit, um Kunden zu erreichen und ja, das Kundenerlebnis zu verbessern. Weitere Infos, was WhatsApp noch alles kann, findest du auf der WhatsApp Business Seite, die ist business.whatsapp.com. Folgende Vorteile bietet die WhatsApp Business App. Ein Zungenbrecher. Ja, du kannst damit auf Facebook werben und ja, auch deinen Facebook- und Instagram-Account mit WhatsApp verbinden. Ja. Du kannst dein Unternehmensprofil anlegen, also inklusive Adresse, Geschäftszeiten und Webseite. Du kannst Begrüßungsnachrichten erstellen. Das heißt, jede Handynummer, die du noch nicht gespeichert hast, wird automatisch mit einem Infotext geantwortet. Du hast die Möglichkeit für eine Abwesenheitsnachricht. Du kannst Schnellantworten erstellen und viele weitere Funktionen. Innerhalb von Firmen oder für Interessensgruppen lassen sich Chatgruppen erstellen, in denen du sehr schnell Inhalte austauschen kannst. WhatsApp kannst du auch in deine Homepage integrieren und Besucher können dich direkt kontaktieren. Und ja, was ich persönlich ein ziemlich cooles Feature finde, als Fotograf kann ich auch ein Portfolio hinterlegen, ich kann Produktfotos hinterlegen und ich kann teilweise auch Produkte direkt hinterlegen in WhatsApp. Das heißt, wenn mich jemand das erste Mal kontaktiert oder auch zwischendurch, kann er sich mein Profil mal durchsehen und ja, sieht schon mal eine Kleinigkeit von mir. Ich bin gespannt, wie du WhatsApp Business nutzt und ob du es nutzt oder ob du es ab jetzt nutzt. Vielen Dank für dein Feedback, danke für deinen Daumen hoch und Co. Ich freue mich aufs nächste Mal auf dich. Ciao.